Willkommen bei uns, ein Nachmittag, an dem sich die Ereignisse überschlagen. Ich habe schon kurz angekündigt, die Lugner-Loge wackelt. Während sich viele denken, ja, bis zum Opernball ist es ja noch lang hin. Aber wenn es ihn überhaupt gibt. So ist es. Aber nichtsdestotrotz entflammt da jetzt ein Riesenstreit um die Lugner-Loge. Ganz kurz zur Erklärung, was ist denn los? Ja, es gibt einen neuen Staatsoperndirektor, Bogdan Rostschitsch, und er hat auf die Frage, ob der Herr Lugner wieder eine Loge bekommt, gemeint, er sei nicht der Türsteher. Deswegen wüsste er das jetzt nicht ganz so genau. Man müsse das ein bisschen abwägen. Das ist natürlich jetzt eigentlich schon etwas saloppe Formulierung. Und man könnte sich denken, dass da ja, sich was zusammenbraut. Dass es wirklich Richard Lugner nicht mehr im Opernball gibt. Und das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Also ein Opernball ohne Lugner, was wäre das? Definitiv nicht. Die Erklärung, die geht dann im Übrigen seitens Bogdan Rostschitsch noch wie folgt weiter. Man möchte sozusagen eine Reihung in dem Recht nach dem Kauf einer Loge einführen. Und da sollen die vorgezogen werden, die sich sozusagen, und ich zitiere da an dieser Stelle einfach, über Jahre hinweg für die Staatsoper verdient gemacht haben. Im Unterton war da allerdings ein bisschen mitzuhören, Richard Lugner wäre eben keine dieser Persönlichkeiten, die sich um die Staatsoper verdient gemacht haben, die die Staatsoper unterstützt haben. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Richard Lugner ist einer der Menschen, die die Staatsoper wahrscheinlich weltberühmt gemacht haben, nämlich über den Kulturbetrieb hinaus, nämlich auch was das Society-Paket anbelangt. Da gibt es mittlerweile schlicht und ergreifend ja beinahe keinen mehr, der Richard Lugner nicht kennt. Er hat es uns vor kurzem schon erzählt, selbst in einem Souk in Marokko hat man ihn erkannt und gemeint, sie sind doch Mr. Richard, nicht ja. Richard Gere, sondern Richard Lugner. Und ja, also man kennt ihn und er hat da doch einiges für die Oper, möchte ich meinen, auch getan. Ja, und jetzt haben Sie schon den Herrn vorbeihuschen gesehen. So schnell geht's bei uns. Da geben sich die Stars, muss man fast schon sagen, die Klinke in die Hand. Starverleger Christian W. Mucher ist bei uns. Und Sie finden das eine Sauerei mit dem Lugner. Sie haben heute ein Facebook-Posting von sich gegeben. Das hat in sich, das hat sich gewaschen. Können Sie uns mal ganz kurz erzählen, die Überschrift Ihres Facebook-Postings war: Schämen Sie sich, Herr Rostschitsch? Ja, ich begrüße euch mit einem sukkgerechten Hamdulillah. So sagen die das in arabischen Ländern. Und ich nehme an, der Lugner ist auch mit einem arabischen Freundschaftsgruß begrüßt worden. Und das, was der gute Herr Rostschitsch da uns zum Einstand mit einer konzertierten Aktion, einer Medienballung bitte von Artikeln von der Süddeutschen über die Frankfurter bis zur Züricher, bis zu euch bitte geliefert hat, ist ja einmalig. Und er hat es gleich damit angefangen, dass er dem Lugner gleich am Anfang gesagt hat, was ich ganz toll finde, schleich dich eigentlich, wer braucht dich? Nun ist es so, bei mir in meinem Verlag, wenn jemand regelmäßiger, langjähriger Inserent ist, dann bekommt er einen Rabatt. Ich sage das gerne auch öffentlich, 15% kriegt er, wenn er 3 Jahre bei uns wirbt. Wie viele Jahre ist jetzt der Lugner am Opernball? 30? Es wäre ja, sein ja, Jubiläums-Opernball ja? Nächstes Jahr. Also gut, das heißt im Klartext, wenn der 15% Rabatt kriegt, hat er die nächsten 6 Opernbälle bitte die Loge gratis, okay? Das erwartet der Mensch ja nicht. Er will ja bezahlen. Aber die Aussage, ich bin kein Türsteher, nimmt doch in Corona-Zeiten beim ersten großen Auftritt dem Herrn Rostschitsch sofort die Maske von seinem verzerrten Gesicht. Mhm. Der Mann ist Sozialdemokrat. Er beginnt damit, dass er mit einer eine Berufsgruppe abwertenden Äußerung beginnt, was für einen Sozialdemokraten oder für einen Sozialisten wirklich eine Schande ist. Ich habe das Vergnügen, mit einem der berühmtesten Türsteher der Welt bitte befreundet zu sein, mit dem Conny de Beauclair vom U4, der noch dazu Aristokrat ist. Das wäre der Herr Bogdan Rostschitsch gern bitte. Und was will denn der Herr Rostschitsch uns damit sagen? Oder dem Herrn Lugner sagen? Er will uns vielleicht sagen, ich interpretiere jetzt, ich stehe nicht auf der Halbtreppe wie die Frau Desiree Treichl-Stück, übrigens auch eine Aristokratin, und begrüße die Gäste in alter österreichischer Tradition. Vielleicht kann er auch mit dem Kommand nicht umgehen und hat keine gute Erziehung und weiß nicht, dass das zur Wiener Gesellschaft gehört. Dass da eine Dame ist, die die Gäste willkommen heißt. Das will er ja alles nicht mehr. Er will ja jetzt ein, wie heißt das, Komitee? Zentralkomitee. Ich stelle mir das so vor wie in der KPDSU, wo so Männer, dunkle Männer mit dunklen Gesichtern in dunklen Runden dunkle Entscheidungen treffen, ja?
Oder er meint einfach, dass er nicht der Türlsteher ist, dass er sich zu gut ist, die Eintrittskarte abzureißen. Also ich würde als Generaldirektor der Staatsoper, was ich nie werden möchte und nie werden werde, nicht damit anfangen, dass ich den Mindesten meiner Mitarbeiter runtermache. Ja, aber jetzt muss ich schon das fragen. Tut er gerade, nicht? Ja, Sie werden jetzt aber auch keine Loge mehr bekommen, gell? Nach dieser Aussage. Wisst ihr, wie wurscht mir das ist? Erstens. Und zweitens, ich habe dem Herrn Rostschitsch, es gibt eine Kurzfassung auf Facebook, die habe ich heute veröffentlicht, und es gibt eine Langfassung für meinen Artikel. Wir wollten nämlich im Elite, in der Ausgabe, die am Anfang dieser Woche erschienen ist, als Titelgeschichte den Opernball bringen. Haben eine österreichweite Umfrage gemacht, ob die Österreicher eine Opernball-Lady wollen. Und der Herr Rostschitsch kann einen einbeinigen Handstand machen, okay, mit einem serbischen Rat, aber der Herr Rostschitsch kann nicht gegen die Mehrheit der Österreicher entscheiden, die ja eigentlich auch die Mehrheit seiner potenziellen Kunden wäre, weil die Mehrheit der Österreicher will, dass es weiterhin eine Opernball-Lady gibt. Zweitens, wir haben die bisherigen Opernball-Ladies ranken lassen und bewerten lassen. Das Ergebnis werde ich euch jetzt nicht sagen, aber es ist sehr erstaunlich. Mhm. Und drittens, wir haben die Prominenten gefragt, wie sie denn den Opernball in Zukunft sehen wollen. Dann ist uns aber die Corona-Krise dazwischen gekommen. Und dann haben wir wieder was ganz was anderes gemacht. Dann hat die Ekaterina gesagt, weißt was, mir hängt diese ganze Krise und die Toten und das alles und die täglichen Infektionsberichte, hängt mir schon so zum Hals heraus. Wir machen eine komplett Corona-freie Ausgabe. Wir haben geworben mit, lassen Sie sich von Ekaterina Mucher anstecken, und haben eine Corona-freie Ausgabe gemacht. Den Opernball holen wir jetzt aufgehoben für den Juni. Und jetzt höre ich den, Bogdan Rostschitsch, schaue ich mir diesen Bogdan Rostschitsch Text an, habe mir gedacht, magst kein Wutposting, wartest zwei Tage, lass das setzen, denk drüber nach. Dann habe ich überlegt, was sagt er uns da? Er sagt uns, habt ihr gerade vorher gesagt, habe ich beim Reingehen gesehen über den Monitor, habt ihr gesagt, er will den Vorzug, es gibt eine Reihung und bereits 50 Leute auf der Warteliste, und er will denen, die die Staatsoper unterstützen, den Vortritt lassen. So, das haben wir schon öfter gehört. Das ist der sogenannte Verein der Freunde der Wiener Staatsoper. Da zahlst du nicht für eine Opernball-Loge 38.000 Euro, sondern da spendest 100.000. Die kann man also noch mehr abzocken. Und wenn du dann 100.000 spendest, je mehr du gespendet hast, desto weiter vorn bist du in dieser Ranking-List. Also das ist schon eine unvorstellbare Abzocke, aber soll sein, soll er so machen. Aber so. Die Publicity, die Richard Lugner der Staatsoper in den vergangenen knapp 30 Jahren gebracht hat, die ist ja auch was wert. Das wird man wahrscheinlich vielleicht sogar messen können, ja, wie viel Werbewert er der Staatsoper zugetragen hat. Annette Trepko, das ist einmal die berühmteste. Oder nehmen wir die Garantia, ja? Oder nehmen wir den Kaufmann. Das sind diese Weltstars der Oper. Ja, Kinder, entschuldige, rechnet bitte den Werbewert und die Bekanntheit von diesen drei sogenannten Weltstars zusammen. Die steckt der Lugner in die linke Brusttasche. Ja, und weil wir jetzt schon so viel über ihn gesprochen haben, jetzt würde ich sagen, jetzt schalten wir ihn zu uns ins Studio. Er hat Telefon ja nämlich. Wenn wir nur über Richard Lugner reden würden und ihn nicht mal auch zu Wort kommen lassen würden. Herr Lugner, haben Sie es ein bisschen verfolgt? Christian W. Mucher ist jetzt Ihr größter Fan scheinbar. Hallo. Herr Lugner, hören Sie uns? Ja, ich höre Sie. Ich hab nur kein Bild mehr, aber sonst höre ich Sie. Ja. Wir sind jetzt via Telefon verbunden. Quasi. Wir haben jetzt nur die Tonleitung. Sie haben den Christian W. Mucher gehört. Der findet das eine Frechheit, dass der neue Staatsoperndirektor hier andenkt, möglicherweise Sie eben nicht mehr auf dem Opernball begrüßen zu wollen. Freut Sie diese Unterstützung, die Ihnen dazu teil wird? Naja, Unterstützung ist es keine. Schauen Sie, ich muss dazu sagen, der Christian, der Rostschitsch ist war ein Ö3, hat er den Ö3 erfolgreich groß gemacht. Er hat auch ein tolles Programm für die ersten Saison, und dass er ausgerechnet dem, der weltweit für die Werbung zum Opernball sucht, sagt, den lade ich nicht mehr ein, so glaube ich, da hat er eine Luftblase losgelassen, weil ich glaube, das kann nicht ganz sehr ernst sein. Abgesehen davon, man kann kaum verhindern, dass ich am Opernball komme. Der Herr Mucher kriegt eine Loge und er sagt, kommen Sie zu mir mit Ihrem Gast, oder? Da gibt es 100 Möglichkeiten, also
Und da muss ein Türsteher sein, dass er das verhindert, dass ich reinkomme. Vielleicht hat er es so gemeint, er ist kein Türsteher, deswegen darf der Lugner doch hinein. Ist ja auch bei uns jetzt gerade im Studio, springt Ihnen zur Seite, verteidigt Sie vehement, aber wir sehen schwarz für den Herrn Mucher. Ich glaube, der bekommt auch keine Loge mehr. Also ja, vielleicht, wenn wir beide keine Loge kriegen, können wir dann bei meinem Freund, dessen Namen nenne ich jetzt nicht, damit der nicht auch noch gesperrt wird, unterkommen. Aber lieber Herr Lugner, wir beide sind ja, kennen einander ja seit vielen Jahren und Sie wissen, ich war oft auch Ihr größter und schärfster Kritiker. Aber ich glaube, eines ist unbestritten und ich glaube, dass der Lugner in Österreich als Volksheld nicht mehr wegzudenken ist. Für mich sind Sie eine Kultfigur wie, entschuldigen Sie, will Ihnen nicht zu nahe treten, ein lieber Augustin, ein Hans Moser oder ich weiß nicht, wer auch immer mir da einfällt, eine fast nestroische, wichtige Figur der Wiener Gesellschaft. Und für mich ist der Opernball ohne Sie nicht denkbar. Und ich verstehe nicht, was den Herrn Roščič reitet, Sie da ausladen zu wollen. Ich verstehe Sie auch, dass Sie ja Angst haben und jetzt sehr höflich zu ihm sein wollen. Aber es wird Ihnen nichts helfen, weil ich glaube, der Mann meint das blutig ernst, Herr Lugner. Also ich würde sagen, warten wir es einmal ab. Weil es heißt, was macht man für die Oper das ganze Jahr? Ich meine, die Loge ist so teuer, dass wenn man die Loge kauft, glaube ich, dort macht man eh viel für die Oper. Aber ich gebe ja Unsummen aus, um Stars einzuladen. Und die machen ja auch Werbung irgendwie, die Stars. Weil es gibt Leute, die haben nur einen Star bei sich in der Loge sitzen, während bei mir gibt es Pressekonferenzen und es kostet natürlich viel mehr, dass man einen Star in der Art und Weise präsentiert. Und das hat ein Schweinegeld gekostet. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass das steuerlich gar nicht absetzbar ist. Die Logen kosten nicht und nicht die. Und der Stargast, der sagt, das Finanzamt, wenn der Lugner mit einer hübschen Frau am Opernball geht, ist das keine Werbeausgabe. Das heißt, Herr Lugner, wenn wir mal hochrechnen, 30 Jahre. Eine Loge um durchschnittlich, sagen wir einmal, 35.000 Euro. Das ist einmal 1 Million in 30 Jahren. Dann haben wir die Nebenkosten und die Spassettel mit 150.000 Euro, sagen wir einmal im Jahr, mit dem Stargast, den Sie einkaufen. Das sind 4,5 Millionen. Das wären also jetzt 5,5 Millionen, die Sie aufgewendet haben an Werbegeld für die Staatsoper. Und 1 Million davon direkt an die Loge, nicht gerechnet die Konsumationen, die in 30 Jahren sicherlich noch einmal 500.000 Euro mindestens waren. Wenn Sie bei mir werben, Herr Lugner, dann kriegen Sie einen Rabatt, das wissen Sie, 15%. Ja. Wenn Sie jetzt 15% kriegerten bei der Staatsoper, dann müssten Sie ja die nächsten 5 Jahre gratis haben und der Roščič müsste Ihnen ja eigentlich ein Los schenken, oder Herr Lugner? Und dann Champagner. Ich zahle alles und seit 30 Jahren, also 29 Jahre mit Stars, aber ich habe das Jahr vorher auch schon ein Los gehabt. Aber zum Beispiel, der Dresdner Opernball ladet mich immer ein. Da brauche ich überhaupt nichts zahlen, da kriege ich was zum Essen, sitze in einer großen Loge mit verschiedenen anderen Leuten, zum Beispiel mit der schwedischen Königin war ich schon zusammen in der Loge und die haben mir gesagt, Herr Lugner, es ist toll, dass Sie zu uns am Dresdner Opernball kommen, weil dann schon 1-2 Wochen vorher darüber berichtet wird, dass Sie kommen und dadurch verkaufen Sie die Karten besser. Herr Lugner, macht Sie das eigentlich auch ein bisschen wütend, dass die Staatsoper ihre Bemühungen und das, was Sie an Werbewert in den vergangenen 30 Jahren generiert haben, so gar nicht honoriert? Schauen Sie, ich bin einer, der die traurigen Sachen wegsteckt und ich bin einer, der nur Spaß und Erfolg, Freude macht und ich tue mir da eigentlich nicht den Kopf zerbrechen, weil ich glaube, das Ganze ist eine Luftblase und es wird sicher, da wird der Lugner dann doch am Opernball sein, ob in seiner Loge oder in einer anderen, das sei dahingestellt. Wer weiß, vielleicht tun sich ja Lugner und Mucher dann zusammen, nein, nehmen sich gemeinsam eine Loge, eine größere Loge. Das steht nicht zu erwarten, nein, aber dem Herrn Lugner geht es ja so wie mir. Bei mir ist es ja so, schau, ich habe deshalb keine Angst,
weil es ist so, ich bin in ungefähr 20 Logen gern gesehener Gast und das sind, ich will jetzt keine Namen nennen, so mächtige Leute, dass die auch um ein paar Schuhnummern für den Herrn Roščić, bitte, den frisch gebackenen Opernchef, der ja genügend Probleme hat, bitte, die sind auch um ein paar Schuhnummern für den zu groß. Und eine Karte zu kaufen, daran kann man mich nicht hindern, dort hineinzugehen, wenn ich kein Verbrechen mache, auch nicht. Außerdem im nächsten Jahr wird mir eh keiner erkennen, weil der Opernball wird ja ein Maskenball sein. Was ja für alle Frauen mit einem schlechten Teint, mit Runzeln und Falten eine wunderbare Gelegenheit sein wird, die wunderschönste Maske aufzuziehen. Und im nächsten Jahr wird die beste Maske am Opernball bitte gewinnen. Nettes, beste Kleid. Meine Frau zeichnet schon. Also das wird ja alles sehr, sehr lustig in diesem nächsten Jahr. Und ich sehe schon den Lugner und den Mucher mit Masken beim Opernball reingehen. Der Roščić als Nicht-Türsteher wird drei Türsteher engagiert haben, die uns perlustrieren werden. Wir werden vorbeihuschen und werden dann in irgendeiner Loge von irgendeinem Prominenten auftauchen und werden dort unseren Spaß haben am Opernball. Also den lassen sich doch ein Lugner und ein Mucher von einem Musikstudenten, ehemaligen, der Ö3 bitte gemacht hat und jetzt bitte in der Staatsoper ein Problem hat, nämlich hat ja ein, das ist ja das für mich das Ärgerlichste ist ja. Wir sind in der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten. Wir sind, Kinder, in der größten Kulturkrise aller Zeiten. Die Staatsoper wird Geld brauchen. Der Stadt Wien und dem Städtetourismus geht es sauschlecht. Anstatt dass jetzt die Leute, wie der Wiener Tourismusdirektor, der das hoffentlich machen wird, und der Opernball und der Operndirektor, den Herrn Lugner und Leute, die uns international repräsentieren, bitte, darum bitten, dass Werbung gemacht wird, wieder nach Wien zu kommen, weil wir werden diese Gäste wie einen Bissen Brot brauchen. Das ist ja ein Werbeträger für uns. Anstatt dass das gemacht wird, machen wir in österreichischer Arroganzmanier, Herr Roščić, und das, was Sie machen, ist anmaßend, ist arrogant, ist hochnäsig und damit im höchsten Grad bitte degutant. Lesen Sie sich bitte die Kommentare auf meinem Facebook-Account an. Ich habe die Leute aufgerufen, Ihnen Mails zu schreiben, ob der Herr Lugner auf den Opernball kommen darf in Zukunft. Und Ihre Mailbox ist in den nächsten Tagen voll. Und Sie werden sehen, dass auch von Ihren hochgestochenen, elitären Kulturwuzis, die Sie um sich herum geschart haben, viele, viele Menschen der Meinung sind, dass der Lugner ein unverzichtbares Mitglied unserer Gesellschaft ist, dass der lustig ist und dass der witzig ist. Es muss nicht immer hochgestochene Hochkultur sein. Auch das bitte ist Österreich. Und ich finde das schön, dass es das gibt. Und ich möchte eine ganz kleine Anekdote erzählen und dann habe ich heute meine Botschaft losgegeben. Dann bin ich heute meine Botschaft losgeworden. Ich habe ja jahrelang immer tolle Feste gemacht. Und es gab in Wien zwei Sandler. Nicht, dass ich den Herrn Lugner mit einem Sandler vergleichen möchte, aber die Geschichte, entschuldige, ist so schön. Da liegen die Red Bulls am Boden. Na, servus. Und alles gut. Was ist das? Nicht Red Bull, das ist was? Silberpfeil Energy Drink. Silberpfeil. Ich krieg das dann nachher. Ich muss einen Meter Abstand halten, hat meine Frau gesagt. Ja, und wie auch immer. Und diese beiden Sandler, die waren auf jeder Party. Und die sind mit Anzügen gekommen, so mit abgestoßenen Hemden und mit nicht mehr ganz neuen Sakkos und so. Und wer auf sich gehalten hat, der hat die Burschen begrüßt und hat sie bewirtet. Und wer das nicht wollte, der hat sie rausgeschmissen. Ich verstehe nicht, warum man nicht Größe zeigen kann an der Stelle eines Bogdan Roščić und sagen kann, wir haben ein Faktotum der Staatsoper, den Herrn Lugner. Und der ist mir herzlich willkommen. Herr Roščić, das wäre die Botschaft gewesen. Und nicht die, die Sie gegeben haben. Wir lassen das als Schlusswort so stehen, sind gespannt, wie das weiterhin möglicherweise vielleicht nach diesem Auftritt auch noch ein bisschen mehr eskalieren könnte. Da sind wir schon gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine aufregende Geschichte. Ja, das waren Christian W. Mucher im Studio und Richard Lugner in der Telefonleitung. Ich sage zu beiden herzlichen Dank fürs Kommen bzw. fürs am Hörer sein. Kurze Pause an dieser Stelle. Wir sind gleich für Sie zurück.